Kommt es also diesen Moment der vollständigen Auflösung und Hilflosigkeit und Verwirrung, nichts mehr zu wissen, was, wer, wo und so weiter. Ist das dieser lustige Umkehrpunkt, dass das gar nichts mehr wissen will, weil es nichts mehr begreifen kann? Und das setzt dann die einen, setzt dann diese sirrende, überhochgespannte Energetik ins Werk, die einen losrennen lässt, ihren neuen Freiheitsraum durchforschend, indem die dritte Dimension der Zeit und des Raums eingeführt wird, indem man sich wie die urerst einzige auf das andere, auf das neue, auf das fremdartige, auf das diversifizierende, auf das neue Verandernde hinzubewegen kann und es erforschen. Und eben die anderen dann gelähmt auf ihrer Kloschüssel hocken bleiben und einen zweiten Vorgang des von sich selbst Verabschiedens durchmachen, weil sie sich nicht aus der Dyade lösen können, weil sie den Ball nicht weitergeben können und fortan den Inhalt dieses sich die Lunge aus dem Leibe plärrens, dieses Jähzorns, dieses Strampelns, dieses Stampfens, dieses Wütens, dieses Kreischens, dieses Heulens bewahren, ihr Leben lang und immer nur diese Anklage dann mit sich führen. Mutter, Mutter, warum hast du mich verlassen? Mümegitepa. Aber sie tat es doch. Mümegitepa. Mümegitepa.